Die für die Flugkreisel vorgesehenen Elektrokanonen dürften noch nicht verfügbar gewesen sein. Das große Gewicht eines Panzerturms spielte für einen Elektrogravitationstachyonen-Flugkreisel keine Rolle. Ein schwer gepanzertes Haunebu II muss ohnehin an die 100 Tonnen gewogen haben. Ein Flugkörper, der jedoch sein eigenes Schwerefeld aufbaut, ist trotz solchen Gewichts so beweglich, als sei es gar nicht vorhanden. Sicherlich gab es noch Versuche mit verschiedenen andersartigen Bewaffnungen, von denen wir kein Fotomaterial besitzen. Man könnte sich vorstellen, dass die Überlegung bestand, mit solchen Flugkreiseln feindliche Panzerarmeen aus der Luft zu bekämpfen. Auf dem Papier gab es noch wesentlich größere Flugkreiselprojekte. Die Geschützanlagen, die wohl in Doppeltürmen geplant waren, lassen sich gut vorstellen. Auf dieser mit Haunebu IV bezeichneten Skizze, die eine Flugscheibe von gewaltiger Größe andeutet, scheinen ausfahrbare Kampfstände geplant gewesen zu sein. Größe und Gewicht bereiteten den Konstrukteuren also offenbar kein Kopfzerbrechen. Aber auch kleine und vergleichsweise geradezu handliche fliegende Untertassen standen auf dem Programm. Die Vril-Typen. Vril 1, von dem 17 Stück gebaut worden sein sollen, hatte einen Durchmesser von nur 11,56 Meter, erreichte 2900 Stundenkilometer und sollte mit einer ferngesteuerten Kanone bestückt werden. Die Fotos der Vorserienmuster zeigen diese Bewaffnung noch nicht. Vril 1 war also ein typischer Jäger. Weitere kleine Typen, Vril 2 und Vril 9, standen in Planung. Auf diesem Vril 9-Entwurf ist deutlich der Platz für den Piloten zu erkennen. Es sollte sich also um ein einsitziges Jagdflugzeug handeln. Interessant dazu der Vergleich mit einer nach Angaben des Astronauten Edwin Aldrich auf dem Mond gesichteten fliegenden Untertasse. Diese Fotografien zeigen aller Wahrscheinlichkeit nach ein Vorserienmuster des Flugscheibentyps Vril 1 im Testflug. Offenbar führt das Flugobjekt verschiedene Manöver in geringen Höhen aus. Ein Eindruck, der aber natürlich auch täuschen kann. Diese Flugscheibe ist offenkundig von anderer Bauart als die Haunebu-Typen.
Interessant ist eine Ausschnittvergrößerung, auf der deutlich der Pilot in seiner Kanzel zu sehen ist. Wertvolle Publikationen zum Thema UFOs gibt die Hugin-Gesellschaft in Wetter heraus. So auch eine Sammlung verschiedenster Presseberichte, in die wir jetzt einen Blick tun wollen. Zum Beispiel heißt es, erste Flugscheibe flog 1945 in Prag. Oder Flugscheiben in Deutschland erfunden. Die Frage, ob die Erde unter Kontrolle der Flugscheiben steht, wurde auch aufgeworfen. Über Invasionsgefahr aus dem All wurde auch spekuliert. Auch über der Elbe soll eine rätselhafte Feuerkugel gesehen worden sein. Natürlich wurde auch über die Jagd auf UFOs berichtet. Der amerikanische Präsident Jimmy Carter soll ein UFO gesehen haben. Natürlich wird auch über verschiedene Beobachtungen auf der ganzen Erde berichtet. Zeitungsmeldung, die aufhorchen ließ. Der Präsident der USA und der Staatschef der UdSSR sprachen doch allen Ernstes über die Möglichkeit eines UFO-Angriffs. Passend dazu fällt ein Artikel der US-Zeitschrift Examiner vom 26. Januar 88 auf. Schlagzeile: UFO-Geheimnis gelöst. Und inhaltlich heißt es dann: Das Rätsel um die Außerirdischen ist längst gelöst. Die Außerirdischen sind in Wirklichkeit Nazis, die ein neues Reich schaffen wollen. Die Regierungen dieser Welt sind darüber bestens informiert, aber zugleich völlig verängstigt. In UFO-Berichten ist aber nicht nur von fliegenden Untertassen die Rede. Mitunter wird auch von riesigen, zigarrenförmigen Raumschiffen gesprochen, die ganz offenbar Mutterschiffe für fliegende Untertassen seien. Zigarren- oder zylinderförmige Großflugkörper